Liebe Tauffamilie, liebe Gemeinde, herzlich begrüße ich Sie zum Gottesdienst. Über dem heutigen Sonntag und der neuen Woche steht ein Wort aus dem Epheserbrief. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wie ein Funke, der überspringt, setzt die frohe Botschaft von Jesus Menschen in Bewegung. So spricht der achte Sonntag nach Trinitatis von den Auswirkungen des Glaubens. Als Licht der Welt und als Salz der Erde werden Christinnen und Christen in der Welt nicht unbemerkt bleiben. Als Wohnstätten für Gottes Geist werden sie sorgsam und besonnen mit ihrem Körper umgehen. Als reich Beschenkte werden sie ihren Besitz teilen, und wenn es noch so wenig ist. Von Gottes Licht berührt, werden sie selbst wie Kirchenfenster leuchten. Wir sind beisammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Wechsel wollen wir jetzt Psalm 91 beten. Sie finden ihn unter der Nummer 736. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, er spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Denn ich errette dich vom Schritt des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du dich schämen musst vor dem Grauen der Nacht. Vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsteren schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen. Und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und will ihm zeigen mein Heil. Allmächtiger, gütiger Gott und Vater, woher wir auch kommen, wohin wir auch gehen, lass uns in deinem Lichte sein. Wer wir auch sind und was aus uns wird, ganz gleich, du hast uns bis hierher geführt und wirst auch weiterhin bei uns bleiben. Du willst nahe bei uns sein, in uns leben und wirken. All unsere Dunkelheit erhellst du mit deinem Licht. Du vergibst und einigst uns, sodass wir Kinder des Lichtes werden. So können wir selbst zum Licht werden, weil du durch uns hindurch strahlst, sodass andere spüren, du bist da. Amen. Auf dem Weg, der vor dir
haben nur ein freundliches Gesicht, das du weißt, du bist ein Fragen. Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, können Sie Lob nehmen? Wenn Sie zum Beispiel etwas richtig gut hingekriegt haben, im Beruf vielleicht, wenn es ein kniffliges Problem gegeben hat oder eine ganz schwierige Aufgabe, und Sie haben dann die Sache mit Bravour gemeistert. Oder die Jüngeren unter uns in der Schule, wenn der Lehrer eine Klassenarbeit zurückgibt und darunter steht eine 2 oder gar eine 1. Oder wenn das Zeugnis gut ausgefallen ist. Oder auch zu Hause, wenn Sie zum Beispiel etwas selber renoviert haben oder was gestrichen haben. Und das Ergebnis, das lässt sich sehen. Oder einfach nur, wenn das Essen gelungen ist und allen am Tisch wunderbar schmeckt. Freuen Sie sich dann über Anerkennung und Lob oder winken Sie gleich ab und sagen Dinge wie, ach was, das kann doch jeder, ist doch selbstverständlich, das ist doch nichts Besonderes, so toll war es nun auch wieder nicht. Wenn Sie so reagieren, dann gibt es dafür eine bestimmte Redewendung, dann stellen Sie Ihr Licht unter den Scheffel. Vielleicht hat Ihnen das ja sogar schon einmal jemand gesagt, stell dein Licht doch nicht so unter den Scheffel. Dieser Ausdruck, er kommt aus der Bibel. Er steht im Neuen Testament. Jesus selbst hat diese Redewendung in seiner bekannten Bergpredigt verwendet. Und erstaunlicherweise sagt er darin, dass wir eben das nicht tun sollen. Wir sollen unser Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Aber hören wir besser selber, was er sagt. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch ein Licht an und stellt es nicht unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Tauffamilie, liebe Gemeinde, ihr seid das Licht der Erde.
Ihr seid das Salz der Erde. So ruft Jesus seinen Zuhörern damals zu. Und so ruft er uns auch heute Morgen zu. Was will er uns damit sagen? Salz und Licht sind ja eigentlich zwei ganz verschiedene Dinge. Und doch stellt Jesus sie hier in einen Zusammenhang. Was kann das bedeuten? Salz, das kennen wir alle, wir wissen, wie Salz schmeckt. Dieses Universalgewürz fällt garantiert in keiner Küche. Und wenn doch, dann merkt man es unweigerlich. Denn dann schmeckt das Essen fad. Dann ist überhaupt kein richtiger Geschmack darin. Und die Köchin wird bestimmt nicht für ihre Künste gelobt oder der Koch, zumindest nicht ehrlich. Salz brauchen wir also notwendig zum Würzen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Salz macht auch haltbar. Diese Eigenschaft hat man vor allem früher genutzt, als es noch keinen Kühlschrank und keine Gefriertruhe gegeben hat, wie zum Beispiel zur Zeit von Jesus. Da haben die Leute zum Beispiel ihr Fleisch in Salz eingelegt und dann blieben die Maden fern und die Schnitzel genießbar. Ohne Salz war früher ziemlich schnell der Wurm drin. Salz bewahrt die Lebensmittel also vor dem Schlechtwerden. Aber Salz kann noch mehr. Waren Sie vielleicht schon einmal im Urlaub am Meer? Das Meerwasser ist ganz schön salzig. Das schmeckt man, sobald man etwas davon auf die Zunge bekommt. Und wenn man eine kleine Wunde hat und damit ins Wasser geht, dann spürt man es garantiert ganz schnell. Denn das Salz brennt in der Wunde. Salz hat dabei eine therapeutische Wirkung. Es reinigt, es heilt. Deshalb werden am Toten Meer, wo das Wasser ganz besonders salzig ist, auch manche Hautkrankheiten therapiert. Und das Licht, es macht natürlich hell. Ohne Licht könnten wir die besten Augen der Welt haben und wären doch blind. Wir könnten nichts sehen. Erst das Licht sorgt dafür, dass wir unsere Umgebung wahrnehmen. Und manches, was im Dunkeln verborgen ist, wird dann aufgedeckt im Licht. Licht bringt auch Farbe in die Welt. Nachts sind sprichwörtlich alle Katzen grau, sagt man ja. Aber je heller es wird, desto mehr Farben können wir erkennen. Und der Sonnenaufgang taucht die Welt schließlich in eine bunte Vielfalt. Licht schenkt uns auch Orientierung. In einem Tunnel oder in einer Höhle zum Beispiel. Wie finden wir den nächsten Ausgang? Wo geht's raus wieder? Ganz klar, indem wir einfach dem Lichtschein folgen. Ich sehe endlich wieder Licht am Tunnel. Am Ende des Tunnels, sagen wir manchmal ja auch und meinen damit, dass es endlich wieder aufwärts geht, dass wir eine Perspektive gefunden haben und dass der Ausweg aus unserer Notlage nun deutlich erkennbar ist. Das Licht zeigt uns, wo es lang geht. Schließlich hat das Licht sogar eine heilende Kraft. Es wirkt zum Beispiel gegen Depressionen und auch manche Hautkrankheiten werden mit Licht behandelt und es gibt Vitamine, die können erst unter Lichteinfluss entstehen. Ohne Licht gäbe es auch auf dieser Erde überhaupt kein Leben. Es wäre finster, es wäre öde und es wäre kalt auf der Erde. Nicht umsonst war das Licht eines der allerersten Dinge, die Gott nach der Schöpfungsgeschichte erschaffen hat. So grundlegend wichtig ist Licht für unser Leben. Fassen wir zusammen. Salz würzt und gibt einen guten Geschmack. Salz konserviert, schützt vom Verderben. Salz reinigt und hat eine heilende Wirkung.
Licht macht hell, deckt Verborgenes auf, bringt Farbe in die Welt. Licht bringt Orientierung, zeigt den Weg aus der Finsternis. Es heilt, hebt die Stimmung, ermöglicht erst Leben. Und sowohl für Salz als auch für Licht gilt, nur wenig davon ist nötig, um eine gute, gesunde Wirkung zu erzielen. Eine kleine Prise Salz kann in einer faden Suppe Wunder bewirken. Und schon der Schein einer Kerze schafft eine angenehme, gemütliche Atmosphäre in einem Raum. Liebe Gemeinde, und jetzt sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir müssen ganz genau hinhören. Jesus sagt nicht, ihr sollt euch bemühen, wie Salz und Licht zu sein. Oder ihr werdet es vielleicht irgendwann mal erreichen, Salz und Licht zu sein. Sondern er sagt ganz lapidar, ihr seid es. Offenbar ist das die unumstößliche Berufung für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, damals wie heute. Auch wenn es uns vielleicht mehrere Nummern zu groß erscheint, aber so und nicht anders, so sieht uns Gott. Für ihn sind wir die Würze in der faden Weltsuppe. Wir geben ihr einen guten Geschmack. Als Christen bewahren wir sogar eine heilende Wirkung auf die Wunden dieser Welt. Wir sind von Gott dafür vorgesehen, Licht, Orientierung und Farbe in die Welt zu bringen. Wir sind dafür da, der Welt den Weg heraus aus dem Elend hin zu einem erfüllten und sinnvollen Leben zu zeigen. Das ist die Berufung von uns Christen, liebe Gemeinde. Da sind wir Salz der Erde, Licht der Welt. So jedenfalls sieht uns Gott. Fühlen wir uns jetzt etwas überfordert, weil wir in unserem Alltag vielleicht so wenig erkennen können von diesem Salz und diesem Lichtsein und weil uns dieser Anspruch viel zu groß ist für unser kleines, ganz normales Leben? Liebe Gemeinde, wenn Sie so sehen, dann sollten Sie jetzt umdenken. Denn Jesus will seine Hörer und Hörerinnen ganz sicher nicht entmutigen, sondern er will im Gegenteil, er möchte ihnen Mut machen. Aber dazu müssen wir eines verstehen. Unsere Würz und Strahlkraft, sie kommt nicht aus uns selber, sie kommt von Jesus. Da fällt uns doch gleich eine enorme Last von den Schultern. Ja, wenn wir selber die Würze erfinden müssten, wenn wir selbst die Leuchte zum Brennen bringen müssten, dann wären wir tatsächlich gnadenlos überfordert. Dann stünden wir ständig unter Druck, gute Werke vollbringen zu müssen und würden dabei doch immer wieder feststellen, dass wir den göttlichen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ja, dann wäre unser Christsein ein einziger Krampf und Kampf. Ich soll, ich muss, aber ich kann nicht, ich schaffe es einfach nicht. So soll es aber gerade nicht sein, liebe Gemeinde. Nicht umsonst hat Jesus von sich selbst einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens sein. Also gerade dieses Wort an das die Taufkerze erinnert. Und was heißt das? Das heißt, wir brauchen, wir sollen, wir können gar nicht aus uns heraus selber leuchten, sondern Jesus Christus möchte das in und durch uns tun. Ohne Jesus sind wir wie eine elektrische Lampe, bei der der Stecker gezogen ist. Da fließt kein Strom, deshalb bleibt es dunkel. Aber wenn wir in Verbindung zu Jesus sind, dann fließt der Strom sozusagen, dann wirkt der Heilige Geist in uns und dann können wir leuchten und die Welt um uns herum erhellen. Suchen wir also, liebe Gemeinde, die Verbindung zu Jesus und vertrauen wir darauf, dass er unserem Licht, unserem Leben Licht und Würze gibt. So hat er es versprochen, so wird er es tun.
Amen. Ewiger Gott, himmlischer Vater, du kennst uns ganz genau. Du weißt um unsere Fehler und Schwächen, kennst unser Versagen und unsere Lauheit. Und dennoch sind wir in deinen Augen längst, woran wir immer wieder nur ein Leben lang zu arbeiten haben. Salz und Licht, gerettet und geliebt. Von ganzem Herzen danken wir dafür und bitten dich, mach uns immer mehr zu strahlenden Lichtern, die es hell machen hier in Oberrot, dort wo wir sind, die es warm machen, wo Kälte so vieles durchzieht, die Trost bringen, wo große Not Einzug gehalten hat, die Wunden erkennen und heilen, dir zur Ehre soll alles tun und lassen geschehen. Wir bringen auch in Gedanken unsere Kranken und Trauernden vor dich. Lass sie etwas spüren von deinem Licht. Und wie Jesus selbst es uns gelehrt hat, so beten wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herzlichen Dank an unseren Chor Aufatmen unter Leitung von Gerlinde Hess und an unseren Posaunenchor unter Leitung von Christian Däuble für die schöne musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Unser Posaunenchor hat jetzt in Folge zum zweiten Mal im Gottesdienst gespielt. Vielen Dank euch. Und Rahel Schließmann hat unseren Chor Aufatmen heute zum ersten Mal bei einem Auftritt im Gottesdienst begleitet. Hast du toll gemacht. Und wir freuen uns. Wir freuen uns, dass du das gewagt hast und dass ihr heute Morgen da wart und dass wir nachher vor dem Segen noch einmal ein Stück von euch hören dürfen. Gottes guter Segen begleite uns in die neue Woche. Ich darf Sie bitten, aufzustehen, soweit es Ihnen möglich ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.